Hallo liebe Jurassic-Freunde, heute in diesem Video stelle ich euch den Ian Malcolm aus der Hammond Collection vor. Die Hammond Collection ist ja im Endeffekt eine Art Endstufe einer Evolution, die 2018 begonnen hat. Hasbro hatte ursprünglich die Lizenz von den Jurassic Park Figuren bzw. Spielzeugen inne und hat diese dann aber ja durch das Jurassic World Debakel verloren. Hasbro hat relativ schlechte Spielzeuge produziert, was den Fans natürlich überhaupt nicht geschmeckt hat. Ich muss sagen, ich mag zwar die Figuren, aber es ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Daher ist das vollkommen zu Recht passiert, dass hier Hasbro die Lizenz verloren hat. Dann hat sie eben 2018 Mattel bekommen und Mattel hat gleich dazu eine sogenannte Legacy Collection veröffentlicht. Hier könnt ihr das gute Stück sehen. Ebenfalls Ian Malcolm. Die Legacy Collection spiegelt im Endeffekt vor allen Dingen die Jurassic Park Charaktere wieder. Das hat dann Mattel aber nach einiger Zeit nicht mehr ganz gereicht. Dann haben sie überlegt, okay, lasst uns doch eine Figurenserie direkt für uns Sammler machen. Und das haben wir natürlich direkt begrüßt und Mattel hat dann hier diese Großfigurenserie, die sogenannte Amber Collection, veröffentlicht, ebenfalls hier Ian Malcolm. Diese Figurenserie war bei den Sammlern sehr beliebt, mich eingeschlossen. Ich habe alle Figuren aus der Amber Collection da. Ich bin auch sehr traurig, dass sie nicht mehr existiert, denn Mattel hat dann Ende des Jahres 2021 gesagt, wir stellen diese Serie ein. Aber sie hat natürlich einen ganz entscheidenden Nachteil, denn die Figuren sind einfach nun mal deutlich größer als die regulären Figuren und so hat sich Mattel dann eben überlegt, gut, wir lassen das doch mit der großen Figurenserie, denn wir können nun mal keinen XXL Tyrannosaurus Rex veröffentlichen, das wird wahrscheinlich dann einfach niemand kaufen. Natürlich muss so ein Unternehmen auch immer, ja man könnte sagen, wirtschaftlich denken, daher ist es eher unwahrscheinlich, dass hier die Sammler auch solche Riesenfiguren gekauft hätten, wobei ich hätte es trotzdem gekauft. Also hat dann Mattel die Amber Collection eingestampft. Die Hammond Collection ist im Endeffekt eine Mischung aus der Legacy Collection und der Amber Collection vereint in einem Produkt. Woran wir das genau erkennen können, das zeige ich euch jetzt, indem wir uns die Figur ganz detailliert anschauen. Dazu schauen wir uns erstmal das Boxdesign dieser Serie an und die Serie kommt hier in einer Art Metallkäfig-Look daher. Mir gefällt das richtig gut. Auch hier kann man wieder die Grundzüge aus der Amber Collection erkennen. Hier war das Ganze auch in so einem Schwarz mit diesem Bernstein-Look gestaltet und das hat man hier so ähnlich auch wieder umgesetzt. Finde ich auch richtig gut, da mir dieses Bernstein-Muster, genauso auch wie hier bei dem neuen Schild, richtig gut gefällt. Also das hat Mattel richtig gut gemacht und auch der Name der Serie ist wirklich sehr passend, denn der Gründervater von Jurassic Park ist nun mal John Hammond und daher finde ich als ein richtig, ja man könnte sagen, richtig tollen Tribut, dass man diesem Charakter eine komplette Serie hier widmet. Also eine richtig tolle Sache. Jetzt schauen wir mal in die Box hinein. Dazu wird das Ganze einfach hier an der Seite entsprechend geöffnet. Das ist auch das Tolle an diesen Boxen. Wir können die Figuren einfach wieder zurücklegen, wenn wir das Ganze ausgepackt haben. Das ist auch ein Merkmal, was diese Serie vor allen Dingen für Sammler ausmacht, da man einfach die Figuren wieder zurück in die Verpackung stecken kann. So, das Ganze wird jetzt hier einfach an der Seite durch Herausziehen geöffnet und jetzt kann man hier genau auch wie das schon bei der Amber Collection der Fall war, den Hintergrund zur Seite klappen und kann jetzt die Figur hier passend rausnehmen und muss vor allen Dingen das komplette Boxdesign nicht zerstören. Also wenn ihr nur eine Figur davon habt und ihr wollt sie in Originalverpackung lassen, dann hebt euch das Tray auf und dann könnt ihr die Figur auch wieder so reinlegen und es sieht aus, als wenn ihr sie nie geöffnet hättet. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Also das Zubehör ist hier für so eine einzelne Figur schon ziemlich gut, denn wir haben im Endeffekt 2-in-1 Figuren. Wir haben den Ian Malcolm mit seiner Lederjacke und diese können wir entsprechend ihm ausziehen und auch die Arme austauschen und so haben wir ihn dann in dem typischen Jurassic Park Outfit. Jetzt befreien wir mal unseren Ian Malcolm hier aus seinem Tray. Die Figur ist zum Glück nur einfach hineingedrückt. Hier ist also Ian Malcolm erstmal so, wie er jetzt aus der Verpackung heraussticht. Und das Schöne ist eben, wie ich schon gesagt habe, wir können hier die Jacke abnehmen. Was mir besonders gut bei dieser Figurenserie gefällt, ist, dass
im Gegensatz zur Legacy Collection, nämlich dass die Figuren hier einen zusätzlichen Artikulationspunkt haben. Das heißt, die Figuren haben erstmals Handgelenke, was die Legacy-Figuren immer nicht hatten. So konnten sie immer Ausrüstung, Zubehör, Waffen etc. nicht so gut halten. Das geht jetzt bei den neuen Figuren wesentlich besser. Eine sehr, sehr schöne Sache. Außerdem finden wir hier an den Knien aus der, ja, man könnte sagen, Amber Collection, ein Erbe. Die ja, Knie, die sind nämlich mit Doppelgelenken hier ausgestattet. Das heißt, man kann die Beine hier auch richtig rumknicken. Das ist vor allen Dingen für Fotos besonders wichtig, wenn die Figuren sich richtig hinknien sollen und irgendwas auf dem Boden machen sollen. Wenn wir uns das Gesicht von der Figur anschauen, muss ich sagen, gefällt mir das Gesicht deutlich besser und passt deutlich mehr zum Schauspieler Jeff Goldblum, als das hier bei der ersten Version der Fall war. Auch wenn man sich hier die Ähnlichkeit zur Figur aus der Amber Collection anschaut, dann sieht sich das doch schon ziemlich ähnlich. Ein weiterer Pluspunkt aus meiner Sicht ist hier die Brille. Die ist nämlich hier mit einem schwarzen Rand versehen worden, was bei der Legacy Collection auch nicht der Fall war. So, jetzt würde ich sagen, wir schauen mal die Figur ohne die Jacke an. Dafür können wir, wie man hier schon sieht, die Arme einfach herausziehen. Die sind einfach nur reingesteckt. Zack, das ist auch eine Art Erbe von der Amber Collection, da bei der Amber Collection auch schon entsprechend die Körperteile ausgewechselt werden konnten. So, jetzt habe ich hier mal schnell die Jacke abgemacht, also die Lederweste. Die legen wir mal beiseite und jetzt können wir hier die anderen Arme hineinstecken. Man kann sogar die Hände rausziehen. Okay, also sogar die Arme sind austauschbar. Das geht jetzt hier bei Malcolm relativ einfach, aber ich finde das trotzdem gut, besser als wenn das so elende feststeckt. Ja, und jetzt hat dieser Malcolm schon eine ganz schön starke Ähnlichkeit mit dem Malcolm aus der Amber Collection. Dazu holen wir den Malcolm hier gleich mal passend dazu. Der einzigste Unterschied rein von der Beweglichkeit ist jetzt, dass die Figuren aus der Hammond Collection nicht dieses Doppelgelenk haben, denn die neueren Figuren aus der Amber Collection hatten hier an den Ellenbogen ebenfalls so ein Doppelgelenk. Das hat jetzt die neue Hammond Collection nicht, aber das, denke ich mal, ist hier einfach wirklich der Größe geschuldet. Auf jeden Fall wirkt der Malcolm aus der Hammond Collection im Vergleich hier zur Legacy Collection um einiges filigraner und zierlicher, als wie das hier bei dieser Legacy Collection ist. Ihr könnt das hier mal miteinander vergleichen. Also die Details sind wesentlich, ja, filigraner und auch die Figur an sich wirkt um einiges schlanker und nicht so plump, wie das hier eben bei dem älteren Modell der Fall ist. Ganz passend dazu haben wir hier natürlich auch die Fackel. Ach so, ja, jetzt sehe ich es gerade. Natürlich, man kann hier die Hände auch der Arme tauschen. Wir haben hier also einmal eine ausgestreckte Hand und einmal die Greifhände, die hier bei den anderen Armen dran gesteckt sind. Aha, okay. Seht ihr, ich lerne auch immer noch dazu. Eine sehr, sehr schöne Sache, gefällt mir richtig gut. Ich bin sehr begeistert von dieser neuen Figurenserie und ich hoffe, dass noch viele weitere Figuren hier in dieser Serie veröffentlicht werden. Ja, ich denke, das war ganz interessant hier, die Geschichte zur neuen Hammond Collection. Wenn euch die Serie interessiert, dann lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. So verpasst ihr nichts mehr rund ums Thema Jurassic Park und World Merchandise. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dinosaurs, Toys and Merchandise. Macht's gut, euer Patrick. Tschüss.